1988 drehte Dominik Graf Die Katze. Das war so ein Film, wie es den vorher in Deutschland nicht gegeben hatte. Was? Was denkt ihr? Das ist ein richtiges Heist-Movie. Ein durchinszenierter Bankraub, den der Gangsterboss im Prinzip per Fernbedienung steuert. Wir werden die Bank innerhalb der nächsten 20 Minuten stürmen. Diesen Probeck spielt Götz George und seine geliebte Gudrun Landgräbe. Und Götz George war damals der größte deutsche Star, aber er war es im Fernsehen, weil es die Form von Unterhaltung, die Dominik Graf wollte, im Kino einfach nicht gab. Das ist ein ganz normales Geschäft, Menschen gegen Geld. Die Geschichte ist voller überraschender Wendungen. Probecks Geliebte ist die Frau des Bankdirektors und mit dem Kommissar, der die Geiseln befreien soll, hat er auch noch eine alte Rechnung offen. So ein Pech, ne? Was Graf damit viel Suspense inszeniert, hat schon viel mit amerikanischem Genre-Kino zu tun, aber er ahmt das amerikanische Kino nicht nach. Düsseldorf sieht schon sehr modern, aber auch sehr deutsch aus in diesem Film. Und das, was da passiert, ist auch so im Rahmen dessen, was in der deutschen Großstadt tatsächlich passieren könnte. Und diese Glaubwürdigkeit hat viel mit Spannung zu tun, wenn man es dann nicht als Krimi-Märchen abtun kann. Noch 15 Sekunden. Und wer in dieser Geschichte am Ende als Sieger vom Platz geht, da käme man nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Aber schauen Sie selbst.